Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema der heutigen Aussprache lautet 5 Jahre nach der A19-Katastrophe, Bodenschutz in Mecklenburg-Vorpommern liegt brach. Gestatten Sie mir zunächst ein paar sehr persönliche Worte zu diesem gewählten Thema. Am 8. April 2011 ereignete sich eine folgenschwere Massenkarambolage auf der A19 nahe Kavelsdorf. Das ist ganz in der Nähe meines Heimatortes, sozusagen vor der Haustür. Ich habe in wenigen Minuten die schwarzen Rauchwolken seinerzeit gesehen. 8 Menschen starben, mehr als 100 verletzte Menschen waren zu beklagen. Mehr als 80 Fahrzeuge fuhren teils mit sehr hoher Geschwindigkeit ineinander. Nach meiner Kenntnis war es das schlimmste Unfallereignis in der Geschichte dieses Landes. Und das in einer Dimension, die vorher nicht wirklich vorstellbar war. Unermessliches Leid kam über die Familien, die Angehörigen und die Freunde der Opfer. Ein Bezug zum ungenügenden Bodenschutz in Mecklenburg-Vorpommern, diesen kann man sicherlich herstellen. Darüber hatten wir seinerzeit auch hier an dieser Stelle gesprochen. Für mich persönlich ist der hier eindimensional hergestellte Bezug zwischen dem aus Sicht der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen unzureichenden Bodenschutz und der Katastrophe vom 8. April 2011 allerdings nicht akzeptabel. Beim ersten Lesen des Themas kamen mir sofort folgende Gedanken. Wie Honigsaugen aus einer schlimmen Katastrophe oder abstoßend in den Sinn. Ich möchte ganz klar herausstellen, egal wie man zu Bodenschutz in Mecklenburg-Vorpommern steht, ich habe einiges daran zu kritisieren. Für mich käme eine derartig einseitige Verknüpfung von menschlichem Leid und einer Debatte über durchaus vorhandene Probleme niemals in Frage. Richtig. So fällt es mir heute schwer, inhaltlich zum Thema Bodenschutz zu reden. Ich werde es versuchen und hoffe, dass mir nicht immer wieder die schrecklichen Bilder vom April 2011 in den Sinn dabei kommen. Es war seinerzeit auch der Begriff Agrarwüsten in der Presse. Wir hatten hier in diesem Hause auch darüber gesprochen. Im Übrigen war es seinerzeit ein Kartoffelschlag in der Agrargenossenschaft. Und der Wirbelsturm, der zu dieser Katastrophe führte, wäre auch durch eine Hecke, die möglicherweise bis zum Jahre 2008 dort gestanden hat, nicht aufzuhalten gewesen. Das Thema Bodenschutz in Mecklenburg-Vorpommern nahm gerade in dieser Legislaturperiode einen breiten Raum in vielen Debatten ein. Anträge aller Fraktionen mit Ausnahme der NPD mit direktem oder indirektem Bezug zum Bodenschutz, eine Menge kleiner Anfragen von Abgeordneten quer durch alle Fraktionen und Diskussionen im Agrarausschuss machen dieses deutlich. Es herrscht Konsens darüber, dass der Boden ein wichtiges Gut, um nicht zu sagen das wichtigste, unersetzliche Gut für die Landwirtschaft ist. Boden ist nicht vermehrbar und der Zustand des Bodens und unser Umgang mit ihm sind Themen und Aufgaben, die die Zukunft unseres Landes direkt mitbestimmen. Wir haben hier oft darüber debattiert, wie sich die natürliche Ressource Boden langfristig sichern lässt. Zuletzt, das wissen Sie, am gestrigen Tage. Minister Dr. Backhaus wurde nie müde zu betonen, und wir haben dazu ja auch heute wieder viel gehört, wie wichtig dieses Thema in seinem Hause, ja in der ganzen Landesregierung ist. Immer wieder wurde nach bereits erfolgten wichtigen Teilschritten der Weg zum Bodenschutzprogramm für unser Bundesland beschrieben. Aber leider hat sich die Veröffentlichung dieses Programms immer wieder verschoben. Auf der Webseite des Agrarministeriums heißt es seit längerem unter Teil 2 Bewertung und Ziele des Bodenschutzprogrammes, ich zitiere, Teil 2 Bewertung und Ziele befindet sich in der Abstimmung. Ausgehend von einer aktualisierten Zustandsbeschreibung werden die Böden unter Einbeziehung der derzeit geltenden Umweltstandards hinsichtlich der Erfüllung ihrer natürlichen Funktionen, ihrer Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie ihrer Nutzungsfunktionen bewertet. Unter Zugrundelegung dieser Analyse können nachfolgend Qualitäts- und Handlungsziele für eine künftige Sicherung des guten Zustandes bzw. eine notwendige Zustandsverbesserung entwickelt und festgelegt werden. Ende des Zitats. Dasselbe las ich schon im letzten Jahr aus Anlass des Antrages der Koalition
Herr Schütt hat es angesprochen, Lebensgrundlage sichern, Boden schützen. Minister Dr. Backhaus sagte vor knapp einem Jahr, unser Ziel ist es, die Phase 2 des Bodenschutzprogramms möglichst bis Mitte des Jahres 2015 abzuschließen. Das Ziel ist leider nicht erreicht. Hoffentlich werden die hausinterne Abstimmung, die Ressortabstimmung für die Phase 2 nicht so lange dauern, bis wir eine neue Landesregierung haben. Wer mit offenen Augen durch unsere Landschaft fährt, wird feststellen, dass sich zwar einiges beim Umgang mit dem Boden positiv geändert hat. Aber es ist sicher ohne Mühe auch feststellbar, dass dies alles noch nicht ausreicht und den großen Ankündigungen endlich mehr konkrete Taten folgen müssen. Die auftretenden Defizite in Sachen Bodenschutz sind seit vielen Jahren die gleichen. Nach wie vor, und jetzt geht das natürlich über das Land hinaus, haben wir keine novellierte Düngeverordnung des Bundes. Nach wie vor wird der Boden ungenügend vor schädlichen Einfluss durch den Eintrag von Schadstoffen oder zu vielen Nährstoffen geschützt. Nach wie vor, auch das war bereits angesprochen worden, haben wir einen viel zu hohen Flächenverbrauch durch Verkehrs- und Infrastrukturprojekte, auch in unserem Lande, wenn wir dort im Verhältnis zum Bundesdurchschnitt auch deutlich besser sind. Nach wie vor haben wir aus meiner Sicht viel zu wenig Personal für den Bodenschutz in den öffentlichen Verwaltungen, ob nun bei der obersten, der oberen und den unteren zuständigen Behörden. Nach wie vor ist der Anteil des ökologischen Landbaus in Mecklenburg-Vorpommern trotz seiner Spitzenstellung gegenüber dem Bundesdurchschnitt aus unserer Sicht zu gering. Auch darüber hatten wir in der letzten Landtagssitzung hier beraten. Nach wie vor haben wir zu wenige Schutzhecken oder Flurgehölze für winderosionsgefährdete Agrarflächen. Wir wissen aber auch um die bürokratischen Hindernisse und um das Unvermögen des Bundes, die entsprechenden Flächen uns bereitzustellen. Nach wie vor gibt es devastierte Flächen und das vom Land bereitgestellte Geld reicht einfach nicht aus, um hier noch zügiger voranzukommen. Nach wie vor haben wir Aufgaben bei der Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, auch ein Thema, das wir hier sehr oft angesprochen haben. Und nach wie vor ist in Sachen Biodiversität gerade auch beim unsichtbaren Leben im Boden einiges im Argen. Nach wie vor nehmen Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern ihre Verantwortung für den Erhalt und den Schutz des Bodens nicht immer ernst genug. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für die Industrie und den Verkehrsbereich. Wir haben eine Agrarstrukturentwicklung in Mecklenburg-Vorpommern, die nicht optimal ist. Das war das Thema von gestern. Nach wie vor ist der landwirtschaftliche Boden gerade in Ostdeutschland ein Spekulationsobjekt. Auch das gehört meiner Meinung nach zum Thema Bodenschutz mit dazu. Ich könnte durchaus das noch eine Weile fortsetzen, aber für all das Genannte gibt es eine Reihe von Beispielen. Was ist also zu tun? Gehandelt werden muss auf allen Ebenen. Mecklenburg-Vorpommern sollte sich aus meiner Sicht für strenge und einheitliche Regelungen auf europäischer Ebene einsetzen. Der Bund muss endlich die Düngeverordnung vorlegen, die Hängepartie bei der Verlängerung der Glyphosat-Zulassung durch die Europäische Kommission muss endlich beendet werden. Solange nicht alle Risiken beim Einsatz dieses Totalherbizids ausgeschlossen werden können, muss es verboten werden. Hier im Lande müssen die Ankündigungen in Sachen Bodenschutz wahrgemacht werden. Wenn es so weitergeht, werden wir das angepeilte Jahr 2017 für das Bodenschutzprogramm deutlich verfehlen. All das sind Schritte, die sehr schnell umgesetzt werden können und die sehr schnell umgesetzt werden müssen. Jetzt zum Abschluss ein kleiner Blick zurück in die Zeit der rot-roten Koalition. Helmut Holter hat mal ein Programm als Minister dieses Landes aufgelegt, das einen schönen Titel hatte. Das sollte genauso in Sachen Bodenschutz für die derzeitige Landesregierung gelten. Es hieß einfach anfangen oder auch leicht abgewandelt einfach handeln. Tun wir als Politik gemeinsam mit dem Berufsstand etwas, damit sich der Bodenschutz verbessert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.